Ey, was geht, Leute? Keine Sorge, mein Video kommt nachher noch dazu. Anschluss. Wollte ich noch sagen, am Sonntag ist hier das Ferntreffen. 17 Uhr. Wir sehen uns dann. Und auch zum Video. Hopp! Da sind wir! Wie alles, das könnte schmecken gleich. Mal gucken. Ah, 14 Mythen und Fakten über Süßigkeiten. Ah, vielleicht lernen wir mal was dazu. Mal schauen, los geht's. Hoffentlich sind es deutsche Süßigkeiten. Ich meine, Zahlen, die man in Deutschland kennt. Gut, mir geht es auch nur amerikanischen Dinger sind, aber egal. Okay, lass uns loslegen. Hopp! Ich rede nicht von mir. Ich spreche von Zuckerwatte. Glaubst du, ja, sie wurde von einem Zahnarzt erfunden? Oder erzählt man sich das nur so? Ja, kann sein. Ich sag mal Fakt. Achso, das ist ein Quiz. Das ist keine Ironie, sondern Fakt. Daumen runter zu viel Zucker ist schlecht für die Zähne. Wir alle haben diesen Satz bestimmt schon 100 Mal beim Zahnarzt gehört. Anders wahrscheinlich als in den USA, denn dort hat ein Zahnarzt die fluffige Version von Zucker erfunden. Seit 1895 wird Zuckerwatte maschinell gesponnen. Seine Erfinder sind der Zahnarzt William. Oh, hatte ich auch jetzt Lust drauf. Aber ich glaube, das wird öfter vorkommen. Sie nannten ihr Produkt anfangs Zuckerwatte. Aber im Laufe der Zeit war sie als Zuckerwatte in aller Munde. Zuckerwatte ist lecker, stimmt's? Aber immer schön die Zähne danach putzen. Weiße Schokolade ist gar keine Schokolade. Glaubst du das? Oder ist es Mythos, den man sich erzählt? Wird auch aus Kakaobohnen gemacht, glaube ich, gell? Also sage ich Fakt. Das ist ein Fakt. Ich weiß, sie schmeckt genauso lecker wie die dunkle oder die Milchschokolade. Aber weiße Schokolade ist eine andere Form des Kakaos. Vollmilch und Zartbitterschokolade werden aus Kakaopulver gemacht. Weiße Schokolade aber aus Kakaopulver. Wenn Kakao drin ist, ist es Kakao. Das bedeutet Schokolade, also, meine ich. Weiße Schokolade dürfte gar nicht Schokolade genannt werden. Außerdem enthält die weiße oft Zusatzstoffe wie Palmöl und Süßstoffe. Das Loch in der Mitte dieser süßen Bonbons dient dazu, deinen Atemweg. Habe ich mir schon gedacht. Mythos oder Fakt? Noch nie gesehen. Fakt, glaube ich. Das ist ein Mythos. Es wird behauptet, dass das Loch dazu da ist, das Atmen zu ermöglichen, falls einem die Süßigkeit mal im Hals stecken bleibt. Okay, dieser Bonbon sieht aus wie ein Rettungsring. Aber wie gesagt, wenn ich das kenne, dann ist, glaube ich, drin. Das Loch war aber ein Designmittel, um sich von anderen europäischen Süßigkeiten abzulenken. Damals konnte er nicht anders, als diese Minzbonbons als Lebensretter zu verkaufen. Ich finde, sie sehen aus wie Donuts. Alle Farben von Skittles schmecken gleich. Kannst du das als Fakt bestätigen, oder ist das ein Mythos? Ja, ich glaube schon, dass sie gleich schmecken. Das ist wirklich ein Fakt. Okay, ich? Etwas schmecken ist das Signal, das von der Zunge kommt. Der Geruch ist das Signal von der Nase und wenn du diese und die Signale von Augen und Ohren kombinierst, hast du den Geschmack. Auf dieser Grundlage haben Forschungsgruppen einige Experimente durchgeführt. Sie verbanden den Probanden die Augen und gaben ihnen Nasenklammern. Ich überspringe mal den ganzen Experimentierprozess und komme direkt zum Ergebnis. Auch wenn jede Farbe unterschiedlich duftet, schmecken sie nicht unterschiedlich. Du bist doch auch Skittles-Fan. Ich habe da noch was für dich. Ja. Die Lieblings-Skittles-Sorte der Amerikaner ist Erdbeere. Meinst du, das stimmt? Das ist alles das Gleiche. Aber Fakt. Ja, das ist eine Tatsache. Skittles hat ja, rot ist nämlich lecker. Die ergab, dass die roten Skittles mit 33% die beliebtesten der Amerikaner sind. Die gelben... Ich genauso wie bei Haribo und M&M's, die roten sind am besten. Sind mit 6... Weil rot sieht lecker aus. Gelb auch. Meistens Früchte, die rot sind, sind reif, also deshalb vielleicht. Prozent die unbeliebtesten. Es gibt sogar eine Studie, die behauptet, dass man Skittles je nach Persönlichkeitstyp anders isst. Es heißt, wer Skittles einzeln isst, neigt eher dazu, eine Serie im Schnelldurchlauf zu schauen. Ich gehöre übrigens zu den 23%, die einen Skittle langsam auf die Zunge zergehen lassen.
Aiden? Glaubst du das? Kenn ich nicht. Sag ich ja, amerikanisches Zeug. Vom Mythos. Richtig. Das ist eine Art Ammenmärchen, das in den USA entstand. Vor den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts waren Kaugummis in Amerika noch brüchig und schwer zu kauen. Aber dann kam dieser Kaugummi auf den Markt und die Leute liebten ihn. Der Geschmack, die Farbe, die Textur und die Kaueigenschaften erfüllten genau das, was man von einem Kaugummi erwartet. Aber irgendjemand setzte das Gerücht in die Welt, dass da Spinnen drin sind, und das verbreitete sich schnell und die Leute glaubten daran. Gegen diesen Mythos musste das Unternehmen etwas tun. Man schaltete ganzseitige Anzeigen in nationalen Zeitungen und mit Erfolg, denn Bubble Yum gibt es heute auch noch. Das Unternehmen gab mehr als $100.000 aus, um dieses Gerücht zu stoppen. Jede gefärbte Flocke von Fruit Loops schmeckt anders. Mythos oder Tatsache? Falsch. Schmeckt auch alles gleich. Glaube ich. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber das ist ein Mythos. Der Geschmack der Fruit Loops ist seit ihrer Einführung gleich geblieben. Sie werden alle aus demselben Brei gemacht. Vielleicht... Sag ich doch Farbe nur. Pops. Dann schau dir die Verpackung an. Wenn du einen Stern findest, bekommst du einen gratis Lutscher. Mythos oder Fakt? Kenn ich nicht. Das ist ein Mythos, der auch schnell die Runde gemacht hat. Was tut sie überhaupt sich dem Chupa Chups, Alter? Mythos, the legend of the Indian rapper. Wie bekämpft man einen Mythos? Erschaff einen neuen. Bau einen um dein Produkt auf und du kannst die Gerüchte von Anfang an kontrollieren. Denkst du auch noch an den Gratis-Lutscher? Die Band Van Halen kennst du bestimmt. Aber hast du auch gehört, dass in ihrem Konzertvertrag steht, dass alle braunen M&Ms aussortiert werden müssen? Stimmt das oder ist das Fakt? Ja, das ist Fakt. Obwohl die auch gleich schmecken. So verdreht das auch klingt, das ist Fakt. Im Vertrag steht, dass eine Schale M&Ms hinter der Bühne stehen muss, aber ohne die braunen. Du kannst es in ihrem Weltturniervertrag von 1982 lesen. Oh, unglaublich. Munchies steht in Großbuchstaben noch, Warnung, absolut keine braunen M&Ms. Die braune M&Ms-Klausel gab es also. Aber warum es sie gab, darauf wirst du nicht kommen. Das war keine Backstage-Laune einer egozentrischen Rockband, sondern hatte einen praktischen Zweck. Das war nämlich ein Trick, um festzustellen, ob die andere Seite den Vertrag auch wirklich bis zum Ende gelesen hat. Wenn die Band sah, dass die braunen M&Ms fehlten, wussten sie, dass sie mit einem Konzertveranstalter zusammenarbeiten, der alles bis ins Detail liest und dementsprechend vorbereitet. Ah. Man kann so viele zuckerfreie Süßigkeiten essen, wie man will, weil sie ja zuckerfrei sind. Mythos oder Fakt? Dafür kriegt man aber Durchfall. Glaube ich, gell? Ist wie bei Hustenbonbons nur so Zeug, die zuckerfrei sind. Da ist Stoff drin, da kriegst du Durchfall, wenn du zu viel isst. Künstliche Süßstoffe werden immer beliebter, was eigentlich gut ist, denn Fachleute predigen immer wieder, dass du gesund zu viel Zucker isst. Viele denken jetzt, Maß ist okay, aber zu wenig oder zu viel. Das ist die perfekte Lösung. Aber das ist ein Mythos. Das ist nicht die perfekte Lösung. Eine Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass bestimmte künstliche Süßstoffe die Darmtätigkeit negativ beeinflussen, was zu Magenbeschwerden und Schlimmeres führen kann. Nutzt deine Fantasie. Pop Rocks essen und gleichzeitig Cola trinken ist nicht möglich. Mythos oder Fakt? Was Pop Rocks? Mythos. Wer liebt sie nicht, die Pop Rocks? Die zischen und knallen, wenn man sie auf die Zunge legt. Und du kannst dann auch gleich Cola trinken. Dieses Gerücht muss auf einem anderen Planeten entstanden sein. Aber nachdem dieser Mythos... Ja, Horrorpreise, glaube ich, oder? ...hat sich das Unternehmen gezwungen, eine Gegenkampagne zu starten, um den Ruf der Süßigkeit zu retten. Süßigkeiten verursachen mehr Karies als andere Lebensmittel. Was glaubst du, Mythos oder Tatsache? Ja, Fakt. Aber andere Sachen sind auch süßig. Das ist ein Mythos. Echt? Ich bekomme eine Gänsehaut vor Glück. Und wer hat diesen Mythos in die Welt gesetzt? Zahnärzte. Unsere lieben Eltern. Oh. Aber Fachleute haben die Wahrheit ans Licht gebracht. Sie sagen nämlich, dass jedes Essen, das Kohlenhydrate enthält, Karies verursachen kann. Zucker ist nicht kariesfördernder als andere kohlenhydrathaltige Lebensmittel. Wusstest du, dass es 7 Jahre dauert, bis man ein Stück Kaugummi verdaut hat? Mythos. Ich gleich raus.
nicht immer, was man sich so erzählt. Das ist ganz offensichtlich ein Mythos. Wenn das wahr wäre, würden Ärzte bei Menschen, die Kaugummi verschluckt haben, im Verdauungstrakt einen finden, oder? Ich schuck sie immer nur nach. Warum? Weil der Kaugummi, ähnlich wie viele andere Lebensmittel, innerhalb von 24 bis 48 Stunden durch den Magen und Darm wandert. Eben. Glaub mir einfach, mein Twinkie bleibt immer frisch. Mythos oder Tatsache? Was ist ein Twinkie? Keine Ahnung. Das ist ein Mythos. Das geht gar nicht, denn zu den Zutaten gehören Eier, Milch und Butter. Sachen, die irgendwann schlecht werden. Das ist kein künstlich verarbeitetes Essen. Daher verdirbt es nach 3 Monaten oder so. Du musst es akzeptieren. Essen ist nicht ewig haltbar. Das ist nicht die Schuld von Twinkie. Schokolade enthält einen... Mach mal was für deutsche Süßigkeiten. Hast du davon schon mal gehört? Schon seit... Ja, das kannst du auch machen, glaube ich, ja. Es heißt, dass ein Riegel Milchschokolade 9 Milligramm Koffein enthält, was der Menge Koffein in einer Tasse entkoffinierten Kaffees entspricht. Das ist also eher ein Mythos. Ja. Schokolade enthält nur eine geringe Menge an Koffein. Ja, ich dachte schon, dass es drin ist, aber nicht so viel. Wenn es dich nachts wach hält oder dich morgens aufweckt, ist Schokolade sowieso keine gute Wahl. Trink stattdessen lieber eine Tasse Kaffee. Oh, schon zum Ende. So.